Ist es leicht, Petra Schürmann zu sein? Also ich sehe nicht, was daran schwer sein sollte oder schwierig sein sollte. Ist das ein leichtes Leben so? Ja. Ja? Ein angenehmes. Angefangen hat das ja mal 1966 mit der Wahl zur Miss World. Die einzige Deutsche, die das je geschafft hat, Miss World zu werden. Das war so klasse. Was hat sich denn danach für dich ergeben, nach dieser Miss World-Geschichte? Also es hat sich eigentlich im Grunde gar nicht viel anderes ergeben. Ich habe weiter studiert, natürlich ein bisschen beneidet von leider weiblichen Kommilitoninnen, die sich also ja, ein bisschen negativ geäußert haben. Hast du geglaubt? Auch in der Presse. Männer geglaubt, nicht du. Männer geglaubt, du seist jetzt für die eine leichte Beute oder sowas, eine leichtere Beute? Überhaupt nicht, das habe ich eigentlich nie kennengelernt. Und ich habe irgendwie gehört, Ali Khan war hinter dir her, wie der Teufel hinter der Armseele. Ja, nicht nur Ali Khan. Ja, guck mal, jetzt kommt's raus. Also das war der Mann von Rita Hayworth. Ja, mindestens muss der das sein. Bevor sie ihren Alzheimer hat. Nein, Ali Khan war, ja, ich meine, der war hinter jeder her eigentlich. Ja, aber du hast doch diese Leute hauptsächlich durch diese Miss World kennengelernt, durch die Wahl zur Miss hab World. Hab ich. Ne? Ich war bei ihm eingeladen in einem französischen Schloss und habe gehört, wie die Weiber immer gesagt haben, elle est ravissante. Aber hier im Hirn, da fehlt es wirklich. Und dann habe ich mich dabei ertappt, muss ich wirklich sagen, wie ich meine gesamten, immerhin nach zwei Semestern erst, philosophischen Kenntnisse eingepackt habe in eine Rede und habe sie mit Fremdworten bombardiert und irgendwelchen philosophischen Begriffen. Das machst du heute diese auch Weiber. Machst du auch gerne. Und dann waren die völlig platt und waren völlig am Ende, weil sie überhaupt kein Wort mehr verstanden haben. Und ich ging als Siegerin. Deine Familie war ja schon immer so ein bisschen exotisch, zumindest in der Gegend, in der ihr damals wohntet. Warum eigentlich? Ja, das war eine kalvinistische Gegend und wir waren so eine katholische Enklave. Und wir fielen natürlich wahnsinnig auf. Außerdem waren wir recht groß alle. Also ich bin die Kleinste in der Familie mit 1,75. Du hast noch einen Bruder, muss man dazu sagen? Meine Mutter war dann 1,76, meine Schwester 1,78, aber auch eine Schwester. Und mein Bruder 1,89, mein Vater 1,93. Und so ging die versammelte erzkatholische Familie in die Kirche. Und das Allerschlimmste war, dass nach dieser merkwürdigen Misswahl der Pfarrer runtergepredigt hat von der Kanzel. Und wir saßen alle unten drunter, immer vorne an. Und er hat gesagt, nur Maria war schön. Und wer seinen christlichen Leib zur Schau stellt, hast den biederen Badeanzug gesehen, also ja. Das ist eher ein Abendkleid gewesen. Für damals war es doch schon revolutionär. Aber dass es dem Pastor nicht gefiel, kann ich verstehen. Trotzdem hat es dich nicht daran gehindert, mit dem Gedanken zu spielen, Nonne zu werden. Oder ist das ein Gerücht? Nee, Nonne nicht. Aber ich habe katholische Theologie studiert, wollte das mal machen. Also 13 Wochen schon waren meine ersten zwei Semester. Ich wollte wirklich in diese Richtung etwas bewegen. Hey, du warst 17, jetzt gib's halt zu. Ja, los, Alexandra, aus der Schule plaudern. Nee, sie war schon nur 17. Sie hat sich nur noch mal schnell anders überlegt. Ja, also einmal kurz reingerochen und dann doch verzichtet. Das wäre nichts für mich gewesen. Mutig warst schon, nicht? Also wenn man bedenkt, dass du zu der damaligen Zeit auch... Darf ich das fragen, vor der Misswahl oder danach? Die Novizin. Ach, es war Unsinn. Lange ich war nie. Vor, ne? Ach so. Nie. Stimmt alles nie. Gar nicht. Alles wir reden daher noch. Ganz ja. Wir reden später noch mal drüber. Nein, wirklich nicht. Gesagt. Echt nicht. Also das war's. Aber zumindest war das mit der Theologie, das ja. Hat ja schon gestimmt. Theologie also, war mir ein echtes Anliegen. Ja, Alexandra, das kann man einfach nicht genau wissen, Hauptfach. Was damals war. Nee, überhaupt nicht. Kann aber mich nicht erinnern. Deine Mutter hat dich ja zuerst alleine erzogen, weil dein Vater noch mit Maya Koch verheiratet war und daraus gibt es auch noch zwei Brüder. Hast du denn überhaupt Kontakt auch mit diesen Brüdern? Ja, klar, also der eine ist jetzt ein bisschen weit weg, der ist gleich bis nach Amerika verschwunden, aber der andere wohnt in meiner Nähe und zu dem habe ich auch Kontakt. Und ihr seid also familiär miteinander verbunden. Wie war denn das Leben so als alleinerziehende Mutter in dieser Enklave? Du warst klasse. Ja nicht weit weg. Klasse, was? Klasse. Nee, erzähl. Ich hatte ein bisschen was von meinen Eltern geerbt, hatte ein eigenes Haus, habe mit einer Freundin da gewohnt, die später auch ein Kind bekam. Und das war die schönste Zeit unseres Lebens, waren glaube ich... 5 oder 6 Jahre haben wir in diesem Haus gelebt. Alexandra und der kleine Bub, der dann dazu kam, der Manuel und ich und eben meine Freundin. Und das war fantastisch, weil man konnte immer den Männern sagen, wenn sie nicht gespurt haben, wisst ihr was, gerade eben kommt es uns raus. Weißt, unser Haus, Ende, raus und weg. Und dann haben wir uns manchmal wochenlang nicht gesehen.
bis sie dann wieder sehr nett und manierlich zurückkam und es war wunderbar für uns. Hast du aber nicht lange durchgehalten. Irgendwann hast du dann ja doch geheiratet und hast dich dem Gesetz unterworfen. Doch, schon ziemlich lange. Ja? Die Alexandra war 13, in der ersten Klasse. Da habe ich es dann genehmigt. Ja. Da in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt. Da hast du mal bei einer Modenschau mitgemacht, wo Prominentenkinder liefen, die ich da moderiert hatte. Kannst du dich gar nicht mehr erinnern. Ne? Warst du so 10 oder sowas. Warst schon sehr begabt damals. Da du ja selber eine Tochter hast, siehst du deiner Mutter heute vieles nach? Ich musste meiner Mutter gar nicht viel nachsehen. Meine Mutter war einfach etwas Perfektes. Das muss ich wirklich im Nachhinein sagen. Und wir haben uns sowohl mütterlich-töchterlich verstanden, als auch Freundinnen. Das strebst du ja und jetzt auch an, nicht? Das ist wie so eine Wiederholung. Genau das Gleiche eigentlich. Man lernt es doch und gibt es offensichtlich weiter. Es war eine fantastische Frau, die immer gesagt hat, dass ein Junge sich eine Existenz aufbaut, um eine Familie zu ernähren, ist normal. Mhm. Aber wichtig ist, dass die zwei Mädchen nie von einem Mann abhängig sind. Und das war ihr einziges Bestreben immer. Kannst du sagen, ob man sich in unserem Beruf einen selbstverständlichen Umgang mit seinem Alter leisten kann? Das glaube ich nicht ganz. Also ich glaube, die gesamte Altersfrage, wie werden Sie mit dem Alter fertig, fragt ja immer jeder Zweite. Es ist ehrlich gesagt eine Sache für mich jedenfalls, die von außen an mich herangetragen wird. Ich habe kein Zipperlein, mir geht es sehr gut. Ich gehe zweimal in die Woche ins Fitnessstudio, wenn ich kann und Zeit habe. Ich fühle mich geistig fit, also vielleicht sogar manchmal ein bisschen. Die Vergänglichkeit von Schönheit, die ja bei dir sehr reduziert ist, macht dir nichts aus. Du tust also wenig dazu, um das zu erhalten, dieses Jugendliche. Ich muss sagen, es ist eine so normale Sache, dass ein Leben abläuft, wie es ablaufen muss, dass ich gar nicht verstehe, dass die Leute immer diese Stopperer, diese künstlichen hineinbringen. Es ist doch ganz normal. Jeder hat sein Leben, jeder ist jung, jeder hat sein reifes Alter und jeder vergeht, wenn man so will. Denkst du denn, dass du Frauen die Angst vorm Alter nimmst, so mit dieser Einstellung und mit dir, so mit deinem Image? Ach, das wäre schön, wenn man da was bewegen könnte. Aber, kriegst du keine Resonanz, sodass du das von dir aus sagen könntest? Also sagen wir mal so, ich denke mir, irgendwann wird das Stadium kommen, wo Frauen nicht nur mich mögen, sondern vielleicht auch sogar sowas anerkennen und vielleicht sogar das ein bisschen als Vorbild oder so nehmen. Aber im Moment ist es halt immer noch so, dass ich mehr mit der Stutenbissigkeit der Frauen zu tun habe, als mit der selbstverständlichen Zusammenarbeit. Frau Schwarzer, das gefällt Ihnen der Satz, ne? Ja. Aber da gibt es ja eine gewisse Kontinuität, nicht? Ja. Wir hatten ja früher auch nur Probleme mit Frauen. Ja, richtig. Alexandra, man sagt ja, du trittst in die Fußstapfen deiner Mutter, obwohl du das gar nicht gerne hörst. Kleinere Füße. Hast du denn Tipps für Alexandra? Du bist Kunsthistorikerin, hast das studiert, aber nicht ausgeübt, den Beruf, sondern du arbeitest eigentlich als Moderatorin. Ja. Was für Tipps gibst du ihr denn? Also ganz ehrlich gesagt, nachdem wir fast die gleichen Fächer nur ein bisschen umgedreht studiert haben, habe ich mir erhofft, dass die Alexandra irgendwas Kunsthistorisches dann auch macht. Zu Sotheby's geht oder ja, zu Christie's. Ja, sowas, Christie's oder sowas. Ja. Und sie hat mir dann aber plausibel gemacht, dass auch da die Frauen leider sehr im Nachteil sind. Die dürfen nett im blauen Kostümchen den Kaffee servieren und die Kunden empfangen. Und die Herren der Schöpfung werden dann mitgenommen, denen wird alles erklärt und gezeigt. Und die Mädels haben eigentlich wieder nur die Repräsentationsaufgabe. Was du jetzt sagen, dass also eine Kunsthistorikerin nichts anderes macht, als im blauen Kostümchen mit Leuten rumzulaufen? Nein, das möchte ich nicht sagen. Aber zunächst ist es mal so, dass man einfach als junger Mann ernst genommen wird und als Mädel am Anfang wird doch die Jugend als Repräsentationspunkt ausgenutzt. Das ist aber schon denke ich mir, das muss man ändern. Das muss man einfach von sich aus ändern. Da muss man einfach antreten und sagen, und ich mache das jetzt so. Hätte ich gemacht, aber kamen andere Sachen dazwischen. Aber du hast auch einen Satz gesagt, nämlich Kunstgeschichte ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ja. Schon alleine das klingt ja nicht sonderlich so nach Leidenschaft und Berufung. Was ist denn dein eigentlicher Berufswunsch? Weil das, was du jetzt machst, empfindest du auch als Job. Gute Frage, Alida. Ja, das ist eine gute Frage. Im Sinne deiner Mutter. Wir haben uns aber nicht abgesprochen. Nee, wirklich nicht. Nein, es ist einfach so, dass man einen Weg verfolgt. Ich bin auch nicht diejenige, die irgendwas abbricht, gerne, was sie mal angefangen hat. Und es kommt irgendein Angebot und dann sage ich, das mit der Kunstgeschichte und mit dem Studium, das liegt mir nicht. Und das andere Angebot ist ja viel verlockender. Ich breche das jetzt mal ab. Ich ziehe Dinge durch. Aber ich habe auch von ihr gelernt, dass man bestimmte Sachen auf sich zukommen lässt. Und es sind andere Sachen auf mich zugekommen, die mir einfach phasenweise
mehr Spaß gemacht haben. Und da das auch zum Studium parallel lief und ich da ziemlich angeschossen worden bin, dachte ich mir, gut, dann warte ich eben noch ein bisschen, bis ich das setze und dann kann ich an der Stelle immer noch weitermachen. Mhm. Ich habe zwar das Examen gemacht, ich würde gerne mal irgendwann in der Richtung promovieren, aber jetzt ist nicht der Punkt und jetzt genieße ich auch die Jobs. Vielleicht kommt irgendwann die Berufung. Macht denn das Stehen in der Öffentlichkeit süchtig? Das Stehen in der Öffentlichkeit nicht. Aber die wechselnden Aufgaben, die mit solchen Jobs verbunden sind, dass ich, was weiß ich, heute eine Ansage mache, da geht es um Plattentektonik in der Erdkunde, dann kommt irgendein idiotischer Spielfilm und irgendwann steht man wie jetzt auf der CeBIT mit dem Mikro in der Hand und redet über Computer und muss sich jeweils vorher da einarbeiten und das so verkaufen, als würde man wirklich was davon verstehen. Und dann packt einen auch die andere oder ein oder andere Sache, dass man denkt, ich interessiere mich dafür. Und diese wechselnden Aufgaben, dass das nicht immer der gleiche Tagesablauf ist, so wie man in der Früh um 9 ins Büro geht und abends um 6 rausgeht und hat eigentlich seine Zeit abgesessen, sondern es ist immer was anderes. Und das finde ich reizvoll. Also dümmer wird man davon ja nicht. Ne? Wir beide haben auch auf der Messe schon gejobbt und das hat auch Spaß gemacht. Ja. Abgesehen davon, dass es sehr gut bezahlt wird. Deine Stimme klingt heute so noch so frisch. Das sind die Auswirkungen. Nee, frisch. Ich finde ihn überhaupt nicht so, wie wenn man 10 Tage lang CeBIT Luft. Ich konnte tagelang danach überhaupt keinen richtigen Pieps rauskriegen. Ich halte was aus. Gutes Training. Ich halte was aus. Sehr gutes Training. Kennst du eigentlich sowas wie du wirkst ja sehr selbstbewusst, sowas wie Schüchternheit und Lampenfieber? Ah ja. Extrem. Ja? Also, ja, bei so Messejobs weniger, weil da hat man Leute und es ist nicht sowas Abstraktes. Da kann ich mir den einen oder anderen ranholen und wenn einer blöd lacht, kann ich darauf eingehen und sagen Sie, wollen Sie mal gerne mit mir tauschen oder würden Sie mir sagen, worüber Sie gelacht haben? Aber schwierig finde ich diese Rotlichtjobs, sprich Kamera geht an und es ist alles völlig ja, neutral. Man hat ja keinen Ansprechpartner. Dann würde Lampenfieber greifen. Aber extrem. Was ist so mit Schüchternheit? Hast du Angst vor? Hatte ich mal ganz extrem. Also ich konnte in keinem Lokal fragen oder überhaupt eine Bestellung aufnehmen oder sonst was. Und das hat sich mit der Zeit einfach gelegt. Das habe ich heute noch. Nee, ich konnte nicht sagen, so ungefähr. Alida, ich schwöre dir, ich kann vor 10.000 Menschen in der Dortmunder Westfalenhalle, komme ich auf die Bühne nach der Schrecksekunde, die wir alle haben, wo man völlig erstarrt, und rede und es macht mir nichts aus. Und ich bin in einem Restaurant und soll aufs Klo gehen und ich schaffe es nicht. Durch diesen das muss Raum jemand, und alles ich schaffe hinterher, es nicht durch die 50 Leute durch. Ja, dann Kellner rufen oder sowas. Ja. Das ist ich habe eine letzte Frage an euch beide. Der Vater, Gerd Freund, hat gesagt, dass du auch zu Hause immer top gestylt bist, als wenn das Fernsehen im Hause sei. Lüge, anders. Wollte ich nur ganz wissen. Ganz anders. Also, nee, top gestylt ist ganz falsch. Diszipliniert. Also immer hergerichtet und so. Ich meine, bist du nie schlampig oder so im Jogginganzug oder irgendwie immer so? Extrem schlampig, aber es schaut nicht so aus. Und auch also ungeschminkt schaut es nicht so aus. Auch wenn sie schlampig ist, immer aus wie frisch geföhnt, ja? Nee, wie frisch geföhnt eben nicht. Das ist der Clou an der Sache. Gut. Das wäre schrecklich. Aber gepflegt. Erstmal herzlichen Dank, Petra und Alexandra. Ja. War Ihr Mann ein... Ein Blumenstrauß für eine unvergessene Frau, abgelegt vor ihrem Haus am Starnberger See vor einer Stunde, wo Petra Schürmann heute Nacht ihre letzte Ruhe fand, vielleicht sogar finden wollte. Denn schon während ihrer letzten öffentlichen Auftritte vor 5 Jahren wirkte sie wie eine gebrochene Frau, litt unter schwersten Depressionen. Der Tod, so glaubt ihre enge Freundin und Ärztin Antje-Kathrin Kühnemann, war eine Erlösung. Das Leiden hat sich doch über so lange Zeit hingezogen, dass wir uns ja doch wünschen, dass sie jetzt Frieden findet. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Doch wer ihre tragische Lebensgeschichte kennt, ist sicher, sie starb an gebrochenem Herzen. Nach ihrer Krönung zur schönsten Frau der Welt 52 erobert Petra Schürmann als Moderatorin und Glamourfrau das deutsche Fernsehen. Privat schöpft sie ihr Glück vor allem aus der einzigartigen Liebe zu ihrer Tochter Alexandra. So gnadenlos. Und genauso gnadenlos trifft Petra Schürmann am 21. Juni 2001 das Schicksal. Ein Selbstmörder rast auf der A8 bei Rosenheim in das Auto ihrer Tochter. Alexandra stirbt mit 34 Jahren. Sie hat einen Termin wahrgenommen, die Tochter, den eigentlich die Mutter machen sollte. Die Mutter sagte aber, ich bin momentan physisch und auch psychisch ziemlich erschöpft. Und dann ist die Tochter rausgefahren. Die Moderatorin wirkt von da an wie betäubt, leidet unter einer Stimmblockade, die sie dazu zwingt, per SMS oder Fax zu kommunizieren. Trotzdem versucht sie immer wieder den Schritt in ein normales Leben und zeigt sich in der Öffentlichkeit. Wie geht es Ihnen? Nicht Pärchen. Immer noch nicht.
Ich bin blockiert durch den Tod. Als 2004 auch noch ihr Mann Gerhard an Krebs stirbt, verliert Petra Schürmann endgültig den Lebensmut. Heute Nacht schlief sie im Alter von 74 Jahren in ihrem Haus friedlich ein. Freunde sagen, sie war fest überzeugt, dass sie ihre Familie im Himmel wieder treffen wird.